Ich wollte Ihnen so einen minimalen Baukasten an Datenstrukturen mitgeben. Was hatten wir? Wir hatten das Array, eindimensional, zweidimensional, dreidimensional, fünfdimensional, 98-dimensional, als die bisher billigste Datenstruktur. Dann habe ich was erzählt zu Warteschlangen, Queues, eine Queue, eine Warteschlange, eigentlich fast wie ein eindimensionales Array, nur ich kann was in die Warteschlange stellen, ich kann was aus der Warteschlange rausnehmen und wahrscheinlich kann ich auch nachfragen, ob überhaupt was in der Warteschlange steht. Das hatten wir im Seminar. Ich hatte den Stack erwähnt, den man sich wie einen, der Name sagt schon, Stapel vorstellen kann. Der wird gerne andersrum gemalt, aber ich finde es erstmal einfacher, mir den Stapel so rum vorzustellen. Ein Stapel, der auf dem Tisch liegt. Ich kann oben was drauflegen und das Letzte, was ich draufgelegt habe, kann ich wieder runternehmen. Und wenn das runtergenommen ist, kann ich das Vorletzte runternehmen und so weiter und so fort. Der Stack wäre ein, jetzt muss ich vorsichtig überlegen, dass ich keinen Stuss erzähle, Last in, First out, so, Last in, First out. Der Letzte, den ich reinlege, ist der Erste, den ich wieder rausnehme. Und die Queue ist First in, First out. Der Erste, der reingeht, ist der Erste, der rauskommt. Wie vor dem Schalter in der Warteschlange. Das möchte ich jetzt noch ergänzen. Das, was man, vielleicht die Datenstruktur, die man am häufigsten sieht, wenn man ein bisschen genauer hinguckt, ist der Baum. Ein Baum besteht aus Knoten. Malen Sie das nochmal nicht mit, das wird gleich noch anders werden. Ein Baum besteht aus Knoten und aus Verbindungen dazwischen. Wie gesagt, noch nicht mitmalen, das wird gleich noch anders werden. Und zwar so, dass es zwischen jedem Paar von Knoten genau einen Weg gibt und keinen anderen. Das wäre kein Baum, weil es zwischen dem Knoten und dem Knoten keinen Weg gibt. Das hier wäre kein Baum, weil es zwischen dem Knoten und dem Knoten zwei Wege gibt. Sie können so gehen oder Sie können so gehen. Also ein Baum soll heißen, zwischen zwei beliebigen Knoten, egal welches Paar an Knoten Sie nehmen, gibt es dazwischen eine und genau nur eine Verbindung. Ich versuche mal was, ich hoffe, das würde... Das ist ein Baum, das sieht für mich aus wie ein Baum. Er darf keine Schleifen haben, alles muss verbunden sein und es darf keine Schleifen geben. Das sieht erstmal so für den Laien noch nicht aus wie ein Baum. Was hat das mit einem Baum zu tun? Typischerweise gibt es einen bevorzugten Knoten, die Wurzel. Immer noch nicht mitmalen, ich strukturiere immer noch um. Ich ernenne einen dieser Knoten zur Wurzel, zum Beispiel den hier. Den Knoten ernenne ich zur Wurzel. Und jetzt verbiege ich das Ganze ein bisschen. Nehmen Sie den hier rum. Den hier. Wenn es mir nur auf Knoten und ihre Verbindung angeht, drehe ich den einfach ein bisschen rum. Den hier, es geht mir nur um Knoten und ihre Verbindung. Den hier drehe ich rum. Und hoffentlich wird es allmählich deutlicher, dass es ein Baum ist. Das ist die Wurzel des Baums und die Knoten, die dann keine weiteren Kinder mehr haben, also das wäre ein Älter, im Singular ein Älter für diesen Knoten, dieser Knoten wäre ein Älter für diese Knoten, die Knoten, die keine Kinder mehr haben, sind die Blätter. Das hier wäre die Wurzel, Root. Ah, ich sollte nicht noch einen Strich dran machen, da wird es ganz fürchterlich und ich sollte das hier wegmachen, so. Das hier ist die Wurzel. Ich ernenne also einen von diesen Knoten typischerweise zur Wurzel des Baumes. Und die Knoten, die keine Kinder haben, das wären Blätter. Leaves. Das ist die übliche Schreibweise. Und dann sieht es hoffentlich so ein bisschen aus wie ein Baum in der Biologie. Man malt ihn allerdings in der Informatik gerne falsch rum, mit der Wurzel oben. Ich hoffe, Sie haben noch eine Lücke gelassen im selben Text. So stellt man es sich erstmal vor, aus der Wurzel verzweigt, 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 bis zu irgendwelchen Blättern hin. Nachher in der Praxis sieht man ihn gerne anders aufgemalt in allen Informatikbüchern.
allen Informatik-Websites. Die Wurzel oben, also die Wurzel oben und dann verzweigt es, verzweigt dieser Baum. Dieser Knoten verzweigt in zwei Blätter. Dieser Knoten hier verzweigt weiter in zwei Blätter. Dieser Knoten wäre der und der verzweigt in zwei Blättern. So sehen Sie das dann im typischen Informatiklehrbuch aufgemalt. Vielleicht gibt es hier noch mehr, dass das doch kein Blatt ist, sondern dass ein echter Knoten ist, der noch Kinder hat. Vielleicht hat dieser Knoten noch ein Blatt mehr und vielleicht ist dieser Knoten auch kein Blatt, sondern hat auch noch Kinder und so weiter und so fort. So malt man dann üblicherweise die Baumstrukturen. Hier habe ich die Wurzel. Die hat hier zwei Kinder. Dieses Kind links hat ein Kind, das ist ein Blatt. Dieses Kind ist kein Blatt, hat aber zwei Kinder, die wieder Blätter sind und so weiter und so fort. So sieht der Baum in der Informatik typischerweise aus. Sie sehen, es gibt zwischen zwei beliebigen Knoten, nehmen Sie diesen Knoten und den Knoten. Zwischen zwei beliebigen Knoten gibt es genau eine Verbindung, eine Art vom anderen zum anderen zu kommen. Es gibt keine Löcher, alle können verbunden werden. Und es gibt keine Zyklen, nicht sowas hier. Dann hätten Sie mehrere Verbindungen. Das macht den Baum aus. Wozu Bäume, werden Sie sich fragen. Wozu in aller Welt brauche ich Bäume? Die tauchen hinter der Kulisse in Datenbanken auf. Um Datenbanken schnell zu durchsuchen, machen wir ein Beispiel. Also wenn Sie Platz haben in den Lückentext, malen Sie es noch rein, sonst malen Sie es nicht rein. Wenn es zum Beispiel darum ginge, Zahlen nach ihrer Größe zu unterteilen, eine Sammlung an Zahlen und ich möchte nach der Größe suchen können, nach einer bestimmten Zahl schnell suchen können in der Sammlung, dann könnte ich meine Sammlung an Zahlen zum Beispiel so in einen Baum einteilen. '98, '50, '103. Als gegeben diese sieben Zahlen, ich möchte in diesen sieben Zahlen schnell suchen können. Dann wäre ein Gedanke, dass ich diese sieben Zahlen so zu einem Baum strukturiere. Dann kann ich schnell suchen, denn wenn ich wissen will, ob die Zahl 98 drinnen steht, ich fange oben an der Wurzel des Baums, 98 ist größer als 42, dann suche ich rechts weiter und finde hier sofort die 98. Okay, gefunden. Wenn ich frage, ist die 70 in dieser Sammlung von sieben Zahlen, ist da die 70 bei? Fange ich oben an, 70 ist größer als 42, ich verzweige rechts, rechts stehen die größeren Zahlen, 70 ist kleiner als 98, ich verzweige links, da steht nur noch die 50, die 70 ist also nicht drin. Der Baum ist so gebaut, dass ich immer alles, was kleiner ist als die Wurzel links habe und alles, was größer ist als die Wurzel rechts habe und das bei jeder Verzweigung. Und das erlaubt mir sehr schnell zu suchen, ob in diesem Fall eine bestimmte ganze Zahl enthalten ist oder nicht. Das ist mit sieben Zahlen ziemlich schwachsinnig. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen etwas vernünftigeren Datenbestand, Millionen, nicht gerade Milliarden, aber Millionen von Daten zu verwalten. Dann stünden hier auf der untersten Ebene auch Millionen, zumindest die Hälfte davon, sage ich eine Million Daten, sagen wir mal sowas, eine Million Daten, dann hätten Sie auf der untersten Ebene zumindest 500.000. Und wenn Sie wissen wollen, ob was Bestimmtes drinnen steht, wäre eine schlechte Idee, diese eine Million Daten alle zu Fuß einzeln durchzugucken. Wenn Sie die so einsortiert haben in einen Baum, können Sie viel schneller durchgucken. Mit dem ersten Schritt hätten Sie schon 500.000 erledigt von der einen Million. Mit dem nächsten Schritt hätten Sie schon 250.000 erledigt von der einen Million, weil in diesem ganzen Bereich nur noch 250.000 stehen und so weiter und so fort. Ich würde nach jedem Schritt nur noch die Hälfte haben. Ich müsste nicht eine Million Vergleiche machen, sondern nur noch den Logarithmus aus einer Million. Also, sowas kommt vor bei zum Beispiel bei Suchmaschinen, bei schnellen Suchen, Indizierung hinter den Kulissen. Sobald Sie irgendeine Suchanfrage stellen, ist garantiert im Hintergrund irgend so eine Art Baum. Das hier wäre ein binärer Baum, weil er immer zwei Verzweigungen hat. Eine ganz klassische Art von Baum. Irgendein Baum dieser Art steckt hinter allen möglichen Suchen, um Suchen zu beschleunigen. Dass ich nicht, stellen Sie sich vor, Google
guckt nicht Milliarden Webseiten zu Fuß durch nach jeder Anfrage, das wäre absurd, sondern die werden auch irgendeine Art Baumstruktur haben, um mit wenigen Tests schnell ein Resultat zu kriegen. Da sehen Sie Bäume. Punkt 2, wo Sie Bäume sehen, sind in Dateisystemen. Hat sich so eingebürgert, dass Dateisysteme baumartig strukturiert sind. Wenn Sie einfach den Windows Explorer aufmachen und hier die Ordneransicht anschalten, sehen Sie einen Baum. Die Wurzel ist jetzt bei mir der Desktop. Das ist die Wurzel und der hat mehrere Kinder. Lovi ist anscheinend ein Kind, öffentlich ist ein Kind, Computer ist ein Kind und so weiter. Netzwerk, Systemstruktur, das sind alles Kinder. Sie sehen, in dieses eine Kind können wir schon reingucken. Was ist unter diesem Kind drinnen? Die ganzen Datenträger. In diesem Kind gibt es diverse Ordner. Also, Aquarius N ist ein Kind von Demos und Demos ist ein Kind von Desktop. Welche Kinder hat Aquarius N? Das sind die Kinder von Aquarius N. Insbesondere können Sie jetzt da wieder reingucken, ein Knoten, der ein Kind von einem Kind von einem Kind ist und sehen, was in dem Knoten drinnen ist. Das sind dann sinnvollerweise Blätter. Die einzelnen Dateien sind Blätter. Da geht es dann nicht mehr weiter. Vielleicht sollte ich sogar tatsächlich mal probieren, das aufzumalen, um klarzumachen, dass das miteinander zu tun hat. Ich mache das hier mal eins weiter. So, also was ist meine Wurzel? Die Wurzel ist der, ich mache es mal so hin, der Desktop ist meine Wurzel. Darin gibt es ein Kind, das nennt sich Lumi, es gibt ein Kind, das nennt sich öffentlich. Ich schmier das nur zusammen, wie üblich. Darin gibt es ein Kind, das heißt Computer und so weiter und so weiter. Und irgendwo gibt es ein Kind, das heißt Demos und so weiter. In dem Kind Demos gibt es eins, das heißt Aquarius N. Und andere Demo-Songs, warum auch immer, und so weiter und so weiter. In diesem Kind Aquarius N gibt es ein Kind, das heißt Debug und so weiter und so fort. So ist das ganze Dateisystem strukturiert. Ordner in Ordner in Ordner in Ordner. Aber das ist eigentlich informatisch ein Baum. So eine Hierarchie wird automatisch ein Baum. Ganz klassische Anwendung von Bäumen. Also das ist der zweite große Punkt, an dem Sie Bäume sehen. Sobald Sie mit Dateisystemen zu tun haben, haben Sie mit Bäumen zu tun.